Moin zusammen und willkommen zurück zu Goenzan, die dunkle Dämmerung. Im letzten Part haben wir uns hier ein bisschen weit umgesehen in diesem komischen Tierkreiszeichen, Sternzeichen, was auch immer. Haben so einige diverse Rätsel gelöst. Und ja, jetzt stehen wir hier vorm Krebs und ich denke mal, wir gehen mal rein und schauen uns, was uns dann auch so alles für dubioser Kram erwartet. Zum Beispiel wieder eine Plattform, die wir drehen müssen. Gehen wir mal da eben rüber und ziehen da mal eben dran. Wow, das Rätsel. Das ist der Hammer. Ja, das ist schon sehr, 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 sehr extrem. Das Rätsel, ne? Das ist, wow, guckt es euch an. Das ist, wow. Echt, da habe ich so lange dran gesessen. Ey, das glaubst du nicht, okay. Gut, die Feen hier und die eine Chimäre tut mich gerade wieder ein bisschen wachrütteln. Das finde ich ganz gut. Ja, dieser, ich nenne es einfach mal Dungeon, auch wenn es eigentlich, irgendwie ist es kein richtiger Dungeon. Es kommt mir nicht vor wie ein Dungeon. Wir sind einfach hier, lösen ein paar Rätsel, ab und zu tauchen mal ein paar Gegner auf. Und, das war's dann. Und ich habe im letzten Part schon gesagt, so am Anfang auf jeden Fall, oder ich glaube auch zum Ende darüber hätte ich echt ein bisschen eingeschlafen. Deswegen so zwischendurch mal kämpfen ist hier gar nicht mal so schlecht. Sehr erfrischend. So, sollte jetzt aber auch, ja, oder? Nee? Oh, die Schere steht sogar noch. Ist ja auch ein bisschen größer, hätte schon mehr aus, also eine blöde kleine Fee. Nee? So. Oh, Chiara noch hier, Bams. Ah, steht noch. Wow, das hat Chiara auch überlebt. Aber Mithi nicht. Ah. Okay. Level up für Tyrell. Mithi auch noch. Da können wir uns jetzt diese Kiste schnappen. Was auch immer da drin ist. Eine Schmetterkeule. Da gucken wir doch mal, wie wir die geben können. Okay. Wäre bestimmt was für Tyrell, ja. Reef kann die auch tragen, bloß Reef ist gerade bisschen, ich sag mal, neben der Spur. Der hat gerade nicht viel zu melden, so. Ich guck einfach mal. Nö, ich kann sowieso nicht anlegen, Ambiti auch nicht, Reef auch nicht. Okay, dann hat die Vulkanachse jetzt auch ausgedient, was ich eigentlich ziemlich schade finde, weil ich die eigentlich ganz gerne mag. So, springst du jetzt bitte darüber? Dankeschön. So. Dann schauen wir doch mal, was der Krebs so für Probleme hat. Der Krebs vermag nicht länger zu schwimmen. Okay, dann machen wir einfach mal das Wasser weg, ne? Der Krebs hat keinen Bock mehr zum Schwimmen, dann soll er rauskommen. Dann kommt er in den Kochtopf. Wow. Sag doch, voll komplexe Rätsel hier. Das ist der Wahnsinn. So, jetzt können wir beim Stier rein. Und beim Steinbock auch. Das war echt schwer. Da habe ich ganz lange dran gesessen. Okay. Ja, ich höre ja schon auf zu meckern. Ist ja okay. Man muss aber ganz ehrlich sagen, man kann diesen dritten Teil von Golden Sun nicht mit den ersten Teilen vergleichen. Es ist echt... Ich weiß auch nicht, wie man das nennen soll. Es ist schon so ein bisschen... Naja. Ich ziehe das jetzt einfach mal hierher. So... So. Moment. Ich kann noch da lang, hier rum, da hoch, da so rum, hier hoch, da hoch. Und dann habe ich da eben schon was gesehen. Ja, da unten hängt irgendwas. Da hängt was in den Löwenmaul drinne. Tun wir mal raus.
Komme ich von hier aus nicht ran? Okay. Moment. Jetzt muss ich doch noch rätseln. Das ist ja Wahnsinn. Okay. So. Man merkt schon, wenn ich ruhiger werde, dann fange ich an zu grübeln. So, dann ist das doch eigentlich ein sehr gutes Zeichen, dass dieses Spiel doch noch ein bisschen was drauf hat. Entschuldigung, aber... Ich bin ja schon ruhig. So. Die Fee ist weg. Dann sollte Chimera eigentlich auch kein Problem sein. Bamf. Aua, nicht auf Amity. Hat sie doch nichts getan. Nicht wirklich. So. Dum, 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 dum. Piu. Wow, Chiara. Wow. Jetzt hättest du gerne mal einen kritischen Treffer raushauen können hier. Aber Level 20 für Chiara. So. Wenn ich jetzt hier einen lang schieße, kommt das dann da hinten an. Auch nicht. Wie muss ich denn da... Oder war ich jetzt einfach gerade zu blöd zum Zielen? Moment. Weil ich habe ja gelernt mit dem Feuerball, ne? Ach, jetzt geht's! Ach, jetzt geht's auf einmal. Wow. Vorher nicht. Nein, weil ich ein Pixel zu weit rechts stand oder zu weit oben. Ist schon klar, Spiel. Du mich auch. So, ich hole mir jetzt den Gin. Wenn Matthew denn mal will. Wow. Wir tun sogar mal ein bisschen länger an diesen Vorräumen rumgammeln. Wo ich auch nicht so dezent weiß, wozu wir eigentlich da sind. Einfach nur, um den Weg zu verlängern. Es sind Wegverlängerungsräume. Wow. Kann das Skelett? Dankeschön. Es ist umgefallt. Die Skelett ist umgefallt. So, jetzt hole ich mal... Ich hole mir jetzt den Gin. Hallo, na? Ich hab dich da befreit und... Nee, fand's nicht lustig? Okay. Er hat zwei Hula-Hoop-Reifen mit dabei. Cool. So, den will ich haben. Der hat Hula-Hoop-Reifen. Wir hauen jetzt richtig schön drauf. Also, Gericht. Und was haben wir denn noch? Atalanta. Und Likirin. Und eine Reihe haben wir, glaube ich, auch noch. So. Das war natürlich nicht viel Schaden an Gericht, ist ja klar. Au. Ja, kriegt ja gleich einen drauf. So von wegen. Du blöde Kuh. Nee. So. Sollte eigentlich gleich tot sein. Mehr oder weniger. Gelinde ausgedrückt. So. Besicht. Und da haben wir Schock bekommen. Mit zwei Hula-Hoop-Reifen. Dieser Geist ist auf... Warte, ist Hula-Hoop-Reifen. Los, zeig die Hula-Hoop-Reifen. Da sind sie. Dieser Geist lebt auf dem Schroffgipfel und sendet starke elektromagnetische Wellen ab, die eine sofortige und starke Schrockreaktion hervorrufen. Muss ich unbedingt mit Ether tauschen, weil das voll awesome ist. Da ist er. Brauche ich gar nicht tauschen, kann ich einfach hinsetzen. Das war Werbe. Ich meinte ja auch Werbe und nicht Ether. Nein, geh zurück. So. Das ist Odem, das ist Ether. Schock, setzen wir mal weiter vorne. Ich kann ja auch mal Simmer weiter nach vorne. Und wen haben wir hier? Siegel. Siegel kann auch ein bisschen weiter nach vorne, auch wenn er mir gerade nicht viel bringt. Wie hatten wir hier denn noch? Borke, Woge, Gischt. Ja, und Werbe. Das passt schon. Gut. Gehen wir hier mal zurück und hier lang und dann da und dann hier und dann... Jetzt habe ich mich gerade echt vor dem Geräusch erschrocken. Ich stehe voll unter Schock, ey. Voll unter Schock. Hi, na?
Ein Ochs ohne Hörner, voll brennend ins Horn, nur Kälte verschafft in Linderung. Okay. Soll ich da jetzt, Dingens einsetzen? Ich denke mal schon, ne? Ja. Kalter Griff. Nicht? Echt nicht? Jetzt auch nicht, wo ich da zwei Pixel weiter stehe? Oder soll ich da einen Feuerball rüberschmeißen? Das ist egal, ich kann auch einen Feuerball runterschmeißen. Nee. Nee, das sollte schon kalter Griff sein. Ich stand wohl wahrscheinlich wieder ein Pixel so weit davon entfernt. So, jetzt? Echt nicht? Willst du mich jetzt verkacken? Ah ja. Moment. Probieren wir mal anderes. Nee? Ich hab noch eine Idee. Moment. Wir brauchen erstmal was rein, was wir auch gefrieren können. Probieren wir das mal. Ah. Ah. Jetzt macht es langsam Sinn. Aber auch nur so ganz langsam. So, und jetzt können wir es auch gefrieren. So, Horn Nummer 1. Und Horn Nummer 2. Tada! Da steht sogar noch einer zu. Ist aber leider noch nicht offen. Und was hatten wir noch? Stimmt, den Steinbock, den hatten wir ja noch offen. Stimmt ja. War gerade ein bisschen irritiert. Und der Schütze war ja auch, wenn wir uns erinnern, das Spiegelbild, was wir draußen gesehen haben, bevor wir den Tempel betreten. Den Tempel. Was auch immer das hier ist. Dungeon. betreten haben. Von daher macht das nur Sinn, dass der da halt der letzte ist. Das ist der Widder. Ah, ja. Steinbock. Steinbock. So. Da ist eine Kiste. Wow, ist das ein rätselhafter Raum. Hier muss ich all mein Können unter Beweis stellen. Kiste? It's a Mimic! Was a trap! Okay. Wenn die Mimik meint, uns verarschen zu müssen, dann kriegst du jetzt mal voll auf den Kasten. Warte mal. Wenn wir schon einen neuen Djinn haben, dann wollen wir den auch einsetzen. Nimm hier. Schock. Der paralysiert zwar nur, aber warum nicht? Siegel haben wir auch noch. Können wir ein bisschen Energie ein bisschen versiegeln. So ein bisschen. Schockierend! So, mal Kiesel drauf gebrettert. Ein bisschen Nebel machen. Das schläft auch noch ein. Ist das nicht schön? So, Synergie wird auch noch versiegelt. tut mir schon so ein bisschen leid, ne? Aber nur so ein ganz bisschen. Wenn man einer Kiste ein bisschen Mitleid schenken darf, auch nur ein ganz bisschen. Ach, hier, mach ruhig. Mit bald ein bisschen wieder Beschwörung reinkriegen. Hier noch ein Schauer hinterher. Oh, fällt ganz schön was aus. So ist es ja nicht. Ja, kommt der Stahl noch hinterher? Oh Gott, das war zu viel für die Arbe-Kiste. Oh Mann. So. Matthew kriegt noch ein bisschen. Bisschen den Level hoch. So um 1. Und das hier meinte ich mir von wegen. Oh, das ist so ein Wow, dieser Raum. Equalängerungsräume. Wuhu. Oh, an den Raum erinnere ich mich sogar. Aber ist eigentlich ganz einfach. Sieht uns ziemlich schwer aus. Die Ziege tritt nicht auf die Spuren einer anderen Ziege. Das ist übrigens ein Steinbock und keine Ziege. Und das andere war auch kein Ochse, sondern ein Stier. Also das ist eine Besetzung. So, wir müssen halt die nötigen Vorrichtungen schieben. Nämlich den da rein und den da rein und den da unten rein. So, und da die sich nicht gegenseitig auf die Füße treten dürfen, müssen wir halt gucken, dass sie halt sich nicht gegenseitig über die Füße drehen. So, deswegen. Ich muss mal kurz. Den muss ich noch einen hoch machen.
Ich kenne diesen Raum noch so genau, weil ich hier schon mal ziemlich lange dran gesessen habe. Deswegen weiß ich eigentlich ganz genau, was ich hier tun muss. Ist eigentlich ganz einfach. So, den schieben wir bis da. Und dann gehen wir da oben rum und schieben den runter. Dann ist der erste schon mal drin. So. Es empfiehlt sich auch erstmal, die beiden links und rechts zu machen. Dann kommt man auch nicht durcheinander. So. Ist auch schön, wie das Bild wackelt. Ach, der letzte hat es nicht gewackelt. Na gut. So, dann den rein. Und dann sieht man auch schon, dann hat sich hier schon so ein Weg offen getan, wo wir den dann durchschieben können. So. So, da der jetzt ganz oben an der Wand steht, müssen wir ihn einmal runterschieben. So. Und ja, ne. Schieb mal weiter. Nee, ich schiebe Rätsel. So. Matthew, schiebst du bitte weiter? Dankeschön. So, schieben wir den schon mal nach oben. So, und weiter zur Seite. Wenn Matthew denn mal möchte. Aber das kennen wir ja schon. So. Noch ein Stück. Nach ein Stück. Und jetzt auch da rein. Tada! Das ist wohl eins der übertriebensten Räume überhaupt. Und dann haben wir noch den Schützen. Und damit auch hoffentlich das letzte Rätsel. Und es wird das letzte Rätsel sein, weil es gibt ja nur Gott sei Dank 12 Sternzeichen. So, einmal durch den Wegverlängerungsraum. Und da ist auch gleich der Schütze. Dann gucken wir mal, was uns hier noch erwartet. Auf jeden Fall müssen wir da das Ding einmal drehen. So kommen wir da nicht rüber. Kommen wir von hier aus daran? Ja. Dreh. So. Und hallo, Herr Schütze. Der tödlichste Feind des Schützen ist er selbst. Okay. Frage ist jetzt nur, wie kriege ich das Drehding hoch? Wahrscheinlich muss ich das hier einmal gefrieren. Nee, Amity kann das nicht. Das kann Rief. Das ist auch das Einzige, was er kann. Und ich glaube, ich weiß, warum ich Rief nicht mag. Weil er mich verdammt nochmal an Crane erinnert. Ich glaube es nicht daran. So, oh mein Gott, jetzt hat der Schütze das Spiegelbild kaputt gemacht. Er hat nicht nur das Spiegelbild kaputt gemacht, er hat alles kaputt gemacht. Das ist mein Auftrag. Aber andererseits, ich habe es ja gemacht, so ist es ja nicht, ne? Gut, dann gehen wir wieder hoch. Na, 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 na. Wo ist es da? Und dann hier noch einmal rum. Und dann ab nach oben. Hallo! Okay. Und man sieht, glaube ich, schon, was man hier machen muss. Natürlich den Greifer wieder einsetzen hier vorne. Aber bevor wir das natürlich tun, würde ich mal sagen, das war's halt erstmal für diesen Part, ne? Ich stelle mich jetzt direkt vor den Pfeil, ja, damit man den auch nicht sieht. So. Gut, ich danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch bis hierhin gefallen. Und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder hier bei Golden Sun, die dunkle Dämmerung. Also, tschüss und bis dann.